Unter den Leichtathleten sind die Stabhochspringer die Könige der Lüfte. Und seit 9 Jahren fliegen sie am Tegernsee. Für die deutschen Spitzenspringer und die internationalen Stars hat das Meeting seine besondere Atmosphäre durch die Ausrichtung der Stabhochsprunganlage. Gibt es kein zweites Mal in Deutschland. Also ich bin immer wieder überwältigt, auch von der Umgebung und wie schön es hier ist. Hier am Tegernsee in Rottach-Egern ist eines meiner Lieblingsmeetings. Das war 2015 so und ist auch 2016 so. Die Konkurrenz in Rottach-Egern war in diesem Jahr so hochkarätig wie nie zuvor. Insgesamt 11 Olympiateilnehmer sind nach Bayern gekommen. Darunter mit Sam Kendricks aus den USA, dem kanadischen Weltmeister Sean Barber sowie Thiago Brás aus Brasilien, die aktuellen Nummer 2, 3 und 4 der Weltrangliste. Der Wettkampf dient auch den Deutschen als Vorbereitung für die Olympischen Spiele in Rio. Da arbeitet man nicht nur 4 Jahre drauf hin, da arbeitet man jetzt in meinem Fall 15 Jahre drauf hin. Vor 4 Jahren hat es nicht geklappt, da war ich Ersatzmann und dann ist echt ein Traum in Erfüllung gegangen. Den Sieg am Tegernsee sichert sich wie schon im Vorjahr Publikumsliebling Sam Kendricks. Während bei den Männern der Nicht-Olympiastarter Florian Gaul als zweiter bester Deutscher wird, gewinnt bei den Frauen Annika Roloff und tankt so Selbstvertrauen. Guter Wettkampf, um mir Sicherheit, meine Sicherheit wiederzufinden nach Amsterdam. Das war nicht ganz so, wie erhofft. Aber ich bin jetzt auf einem guten Weg und ich glaube, in Rio wird es richtig gut. Am 15. und 19. August tragen zuerst die Männer und dann die Frauen ihr Olympiafinale aus. Der Fahrplan bis zum Saisonhöhepunkt steht bereits fest. Vorfreude ist da, aber man versucht das noch ein bisschen zu unterdrücken, weil ich habe noch einen Wettkampf und es müssen noch ein paar Wochen im Training gut verlaufen, dass man dann auch in Rio am Start ist. Im kommenden Jahr werden die Leichtathletik-Könige der Lüfte sicher wieder nach Bayern kommen. Kann gut sein, dass beim runden Jubiläum ein Olympiasieger über den Tegernsee fliegt.